Und damit ein herzliches Hallöchen hier zu dem zweiten Tag, also dem Samstag. Und ja, gleich geht es los. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum zur Tech TV Bar. Und ja, da will ich mal gucken, wer dann gleich schon alles da ist. Frühstücken dann ein bisschen und dann geht es um 11 Uhr gleich los. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Drücken wir die Daumen, dass es gut läuft. Bis gleich. So, Hallöchen. Da sind wir jetzt auch in der Bar. Tech TV Bar. Und ich habe jetzt meinen offiziellen Mitspieler, offiziell. Paulito. Genau. Man kennt ihn auch als Moderator bei uns im Twitch-Channel. Und ja, der ist jetzt einfach vorbeigekommen und hat sich dann den freien Platz geschnappt. Denn derjenige, der den Platz gewonnen hat, hat sich leider nicht gemeldet. Das ist halt Pech und ja, wir mussten dann hier umdisponieren. Und jetzt ist es halt der Paulito geworden. Und du bist ein ganz begeisterter PES-Fan, oder? Na klar, ich spiele täglich PES und muss auch sagen, ich bin echt gut in dem Spiel. Okay, gut. Das werden wir ja dann sehen im Livestream. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall heute im Livestream gefallen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich aus der Vergangenheit dann sehen. Also ich bin in der Vergangenheit, ihr seid in der Zukunft. Und ja, da werden wir auf jeden Fall erstmal ein paar starke Gegner in unserer Gruppe haben. Ne? Also wir haben Deutschland und Polen, würde ich als stark einschätzen. Nordirland ist... ja, wahrscheinlich die schwächste Mannschaft in der Gruppe, oder? Ich schätze auch. Jo, da gucken wir einfach mal, wie das so läuft. Das ist der Plan, wann ihr wo spielt. Das ist Konsole 1-2 ist vorne, wo ein grüner Rasen ist. 3-4 okay. Ist 3 ist die, wo der U-Coach ist. 4 ist hier vorne um die Ecke. 5-6. Okay. Die Mannschaften stehen hier unten und du weißt ja, welche Mannschaft du bist und dann kriegst du einfach. Die sind nur farbig, weil die sind live, alle anderen sind nur on tape. Okay, wir haben gerade den Plan bekommen. Ich weiß nicht, wo der Satz eben aufhörte. Wir haben gerade den Plan bekommen, unser erstes Spiel wird hier gegen Deutschland sein und das ist der Buddy von den Rocket Beans und dann haben wir noch bei uns in der Gruppe Dennis heißt er, spielt für Polen und wir haben Hero Marine, der für Nordirland antritt. Auf jeden Fall wird das sehr spannend und da wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier läuft. Also wir halten euch auf dem Laufenden und werden vielleicht dann auch unsere Gegner mal vorher kurz interviewen. Bestimmt. Okay. Also erstmal. So, Hallöchen, da sind wir auch. Es ist einiges passiert. Es ist die ganze Gruppenphase im Prinzip schon durch. Und ich habe hier jemanden mitgebracht, und zwar den Terrence. Kennt ihr sicherlich, wenn ihr StarCraft spielt oder so, StarCraft deutsche Szene. Ja. Und du hattest auch eine schöne Mannschaft gekriegt. Die beste, die man nur kriegen kann, wenn man von hinten guckt. Ja, es war nämlich Nordirland. Und in der Gruppenphase, du bist ja so ein geübter FIFA- und PES-Spieler auf jeden Fall und da lief es entsprechend gut, ne? Besser ging gar nicht. Also wenn man schon ein Warm-Up-Match als reguläres Match zählt und dann direkt mit 4-0 dann hinten ist, war es gut. Ja, bei uns, wir haben ja auch gegeneinander gespielt und da lief es ähnlich, ne? Ich muss sagen, die ersten paar Minuten war schon ausgeglichen, aber dann seid ihr mehr ins Spiel gekommen und dann habt ihr uns einfach überrollt. Sobald die ersten Tore fallen, dann gibt es irgendwie so einen Knackpunkt, dann springt es plötzlich und dann, ich glaube, wir hatten sogar zwei Tore ganz schnell hintereinander. Nach einer Ecke, Kopfballtor, dann abgefangen den Ball nach dem Anstoß und dann direkt wieder das Ding kassiert. Und da war Endstand 4-0, ne? Genau, und nach den ersten Toren, da weiß man nicht mehr, dann ist man überfordert, dann ist die Absprache nicht mehr da. Und naja, dann hatten wir nachher ein schönes Spiel in der K.O.-Runde gegen Frankreich. Also das war natürlich echt eine sehr, sehr starke Mannschaft. Die Franzosen, die sind super stark. Also ähnliches Spiel wie bei uns so. Ne? Nicht ganz so großer Unterschied. Ich meine, die Gastgeber, ne? Ja, die Franzosen, die haben stark gespielt. Aber wir hatten einige, eigentlich mehr Chancen, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, viele, wenn man so sich umgehört hat, viele haben gesagt, ja, eigentlich sollte Ukraine das hier holen, aber ist halt Fußball, kann passieren. Ja. Und dann ist es in die Verlängerung gegangen und ins Elfmeterschießen und da haben wir verkackt. Den muss man jetzt halten, wenn der drin ist, ist die Ukraine weiter. Dann sind die sogar nur Zweiter und der geht daneben! Ist unfassbar! Ist unfassbar! Und der muss jetzt drin sein. Pogba! Das ist die letzte Chance hier. Pogba. Und die Nerven liegen blank. Und er ist drin! Ich fass es nicht, schon wieder. Ich hab nach links gedrückt. Und jetzt! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Weißt du was? Du musst es vorher drücken. Das ist doch der Wahnsinn, diese Storys hier! Und jetzt geht's weiter! Jetzt steht jeder einzelne Schuss für sich und selbst! Down.
ist unfassbar. Das ist hier eines Finales würdig. Ostschung muss jetzt treffen. Ukraine. Das kannst du kein Ding mit sehen. Der Hadi ist durch. Der Hadi ist weiter. Der Hadi ist weiter. Dreht hier das Elfmeterschießen und auch den Swag richtig auf. Aber das würde ich sagen, ne? Elfmeterschießen, ne? Ja, na, so, wir sind sogar im Elfmeterschießen in Führung gegangen. Wir hatten die zwei verschossen. Zwei Matchbälle. Leider nicht. Und dann ging es am Ende 6-5 aus. Das war, naja, schade. Wie war das Erlebnis hier? Ja, man muss sagen, Event super. Die Stimmung ist auch gut. Und das ganze Take-TV ist ja mehr so Home-Feeling. Und ja, die Leute fühlen sich alle wohl. Jo. Haben Spaß. Ja, finde ich auch. Ist ganz lustig. Natürlich, wenn man nur so wenig Spiele hat, ist das immer schade, ne? Also ich würde halt gerne mehr spielen, aber man kann die EM nicht hinauszögern oder doppelt machen oder so. Das ist halt auch sehr viel Aufwand. Leider ist Deutschland raus. Ja, das war auch ganz bitter. Da werde ich nochmal gucken, ob ich vielleicht den Budi dazu noch interviewen kann, wie das Erlebnis war gegen Albanien. Ich meine, Albanien, gut. Land sagt jetzt, ist Albanien, wie kann man verlieren, aber dahinter saßen halt zwei sehr, sehr gute Spieler. Ja. Na gut, dann war es das soweit. Ich bedanke mich bei dir. Ja, danke dir. Und dann gucken wir mal, wen wir als nächstes erwischen. Guten Tag. Hallöchen. Da haben wir den Budi. Den kennt ja vielleicht der eine oder andere von euch. Und er war mit mir in einer Gruppe. Ja, Mann. Wie war die Gruppenphase? Als erstes. Ey, nervös auf jeden Fall. Also wir haben ja das allererste Spiel des Tages gehabt in unserer Gruppe. Ukraine gegen Deutschland und das ging ja einfach mal 0-0 aus. Ja, das war sehr viele Chancen für euch. Ja. Aber wir haben gut gebunkert, schön mit einer roten Karte auch direkt zu Beginn, ne? Ja, am Strafraumrand. Ja, also wir haben ja inklusive Nachspielzeit, haben wir glaube ich 90 Minuten original mit Überzahl gespielt und wir haben die Scheißpille nicht reingekriegt. Das war einfach, sollte nicht sein. Und wir hatten eine Chance und die war so weit weg von einem Tor, das wär richtig unverdient gewesen, wenn wir das noch gemacht hätten. Ne? Aber weiß man nicht, also ihr seid ja bis ins Viertelfinale auch gekommen. Achtelfinale. Achtelfinale, genau, so wie wir halt auch. Und da hat man auch echt gesehen, da seid ihr auch immer weiter reingekommen und mein Kompagnon, der ist auch echt richtig gut gewesen. Also der, ich glaube, genauso wie wir musstet ihr euch ein bisschen einspielen, ne? Ja, Turniermannschaften meistens. Also Mogelpackung erstmal so am Anfang und dann arbeitet man sich hoch. Aber vielleicht noch Zusammenfassung. Also wir waren in der Gruppe Gruppe C. Wer war mit am Start? Ukraine, das wart ihr. Wir haben Deutschland gespielt. Dann mit dabei Polen noch. Und Nordirland. Und Nordirland, genau. Also Take Polen, war noch mit dabei. Und genau. Und Hero Marine als Nordirland. Und wir sind dann schlussendlich als Erster mit 8 Punkten Tordifferenz plus und du mit plus 7 rausgegangen. Ja, so. Das war sehr, sehr knapp. Also das letzte Spiel habt ihr ja gegen Nordirland gehabt und das habt ihr 7-0 gewonnen. Ne? Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr dann auf Platz 1 gestiegen seid. Nordirland verteidigt gut. Sofort wieder Schweinsteiger aus der Distanz. Und was ein Traumtor! Aus der Distanz so viele Meter entfernt. Absolut ekelhaft. Aus 35 Metern oder ähnlichem. Unfassbar. Da hat er wirklich die zielsuchende Rakete ausgepackt. Also das Ding aus der Distanz, Kilometer weit entfernt. So weit wie der hier fliegt. Wahnsinn. Wirklich. Und Torverhältnis. Genau. Fandst du das gegen Albanien, das Spiel? Ja, das war für den Arsch. Also da haben wir beide einfach komplett den Faden verloren. Und das war so, da hat man gemerkt, dass wir selber nervöser geworden sind. Es gab so zwischenzeitlich Phasen. Wir haben das Spiel im Achtelfinale gegen Albanien 1-2 verloren. Mhm. Albanien ist halt, glaube ich, mit das zweitschlechteste Team in dem Kader, was angeboten wird aktuell in der EM. Danach kommt nur noch Nordirland. Und also das hätten wir gewinnen müssen, auf jeden Fall. An der Stelle auch nochmal dicken Spieler Gruß waren. Irgendwie, die waren beide gut, aber an der Stelle muss man auch sagen, das hat uns Klaus, der Kollege von Perrick, erst zur Halbzeit erzählt, dass sein Rennbutton R1 nicht funktioniert. Also das heißt, wir haben ein Tor zugelassen, das war sehr dumm, haben dann nochmal 1-1 spielen können und dann haben wir einfach alles verloren. Also wir hätten das eigentlich gewinnen müssen und deswegen ist die Frustration da. Das war ja bei uns auch nicht anders. Wir haben das Spiel 90 Minuten im Prinzip so dominiert, aber haben halt zwischenzeitlich einen ganz blöden Gegentreffer bekommen, sodass wir 1-1 hatten, dann Verlängerung. Ja. Verlängerung, da haben wir auch geballert, aber da waren die schon wieder stärker. Wir haben ja gegen Frankreich gespielt und das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du mit Ukraine gegen Frankreich spielst, da ist das ähnlich wie gegen Deutschland. Das haben wir auch gemerkt im ersten Spiel. Da hast du einfach so krasse Gegner. Ja, du bist halt einfach ausgerannt, ne? Aber so ist es. Und ich meine, bei euch war es ja echt, da hat die ganze Bude hier geschrien. Ja. Elfmeterschießen. Und vor allen Dingen, habt ihr schon 3-1 geführt? Ja, das war so doof, weil ich habe halt leider nicht Elfmeterschießen geübt. Und bei FIFA weiß ich so ein bisschen, okay, die gehen so und so. Und jetzt
da ist dann so der Druck hoch. War das jetzt mit dem linken Stick, rechter Stick? Wie muss ich vorher drücken oder nachher? Und dann habe ich zweimal in die Mitte geschossen. Und zweimal war es nicht mit Absicht. Einmal ging er rein und beim anderen Mal, da standen sie halt und jup, haben den halt gefangen. Und da habe ich das am Ende halt verspielt. Ne? Ja, schade, ne? Aber so an und für sich, ich glaube, das geht jedem einzelnen Mitspieler so hier. Es macht schon echt Spaß. Ja. Gute Laune hier irgendwie. Alle nehmen es auch ernst so, aber nicht zu ernst. Und das ist alles ein sehr, sehr geiler Mix hier. Macht Spaß. Ja. Nee, also alles in allem hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch sehr gut. Also Empfehlung wieder. Ja, würde aber auch wieder passieren, ne? Also jetzt EM nicht, aber ich glaube so einfach mal ein Zusammentreffen von Leuten irgendwie, die alle Bock haben, das so ernst nehmen. Das ist schon alles rund. Ja. Okay, gut, vielen Dank. Ja, danke dir, Mann, ey. Mach's gut. So, meine Lieben, da bin ich jetzt auch wieder. Wir haben eben gerade das Spiel beendet, das Turnier beendet. Und Frankreich ist Meister geworden. Frankreich hat tatsächlich es zu Hause geschafft zu gewinnen. War ein sehr spannendes Finale. Und Hardy hat sich am Ende durchgesetzt. Also da an der Stelle nochmal Glückwunsch an dich. War richtig gut. War ein sehr langer Tag. Das Turnier ging von 11 bis 19:30 etwa. War sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen natürlich enttäuscht, dass das alles nicht so ganz für uns so gut lief. Aber das war halt auch, Ukraine. Ne? Da muss man nicht enttäuscht sein. Man muss einfach nach vorne gucken. Wir sind sehr weit gekommen. Wir haben es geschafft, ungeschlagen durch die Gruppenphase zu kommen. Das ist sehr, sehr schön. Und dann, erstes K.O.-Spiel und dann war es halt leider vorbei. War auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis und habe mich auch sehr gefreut, da die Leute getroffen zu haben. Und ja, vielleicht sehen wir die mal bald wieder. Und dann war es auch schon vom zweiten Tag. Ich sage danke, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben da lassen und sehen wir uns bald wieder. Tschüss!